Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild Hearts. Ja, das war mir ein kurzes Video wert. Ich habe wirklich überlegt, soll ich das Video machen, ja oder nein? Und ich habe gedacht, komm, machst du doch mal ein Video dazu, weil ich einfach in den letzten Folgen teilweise die Kanone doch schon ordentlich falsch gespielt habe. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass dieser Special hier, dieser Schuss, eigentlich mein absoluter Special ist. Man kann bei der Kanone auch fast ein bisschen davon ausgehen, weil sie einfach so krass stark ist, muss man wirklich sagen. Sie hat einen guten ständigen Schaden. Sie ist jetzt nicht so mega agil, aber in der Gruppe ist er halt schon mega nice. Ja, man macht guten durchschnittlichen Schaden, wie man hier überall sieht. Dann kann man diesen Flächenschaden hier machen, oder ich sag mal diese Entlüftung der Waffe, das Abkühlen der Waffe. Ja, und das war mir nicht bewusst, wenn ihr das macht. Wenn die Waffe rot glüht, also kurz bevor sie wirklich überhitzt, das seht ihr ja unten schön an diesem oberen Balken, der so langsam erhitzt, wenn man da rumballert. Hier sieht man es jetzt schön, jetzt ist er ordentlich erhitzt, man sieht es auch ein bisschen optisch, da ist so ein Schweif hinten aus der Waffe raus. Dann müsst ihr ja euren Special hier schießen, eure Entlüftung sozusagen. Ich kann nur von Xbox, sage ich mal, Steuerung sprechen, das ist mit Y, aber ich denke, das werdet ihr auch rausfinden, welcher Schuss das dann ist. Der entlüftet, der abkühlt, ja, oder wo eure Taste dazu ist. Ja, und wenn dieser Schuss rausgedonnert wird, dann kommt zu euch zurück. Es ist ja ganz normal, dann wird ja damit auch so ein Ski auf den Boden gelegt oder so eine Fläche, in der man sich praktisch, sag ich mal, die Munition auflädt, oder dieser blaue Balken eben, der pro Schuss hier runter geht. Hier sieht man es ja schön, der zweite Balken unten links, der geht ja pro Schuss dann so ein bisschen runter, und dieses Teil, was dann auf den Boden fällt, hier sieht man es vielleicht jetzt gleich wieder, ich hoffe es, jetzt sieht man das vielleicht gerade. So, jetzt schieße ich das Ding, ne, ich schieße es nicht raus, bitter, hier habe ich schon rausgeschossen, traumhaft, super vorbereitet. Ja, ich werde es im nächsten Part einfach nochmal ganz genau zeigen. Auf jeden Fall kommt diese Fläche, in der ich stehe, dann zu euch zurückgeflogen. Wenn ihr diese Entlüftungsschüsse macht, kommt hier so ein Ski, wird dann auch auf den Boden geschmissen, das kommt zu euch so ein Stück zurückgeflogen, ist so zwischen euch und dem Monster, ist so eine rote Fläche, so wie man es hier jetzt sieht, dort müsst ihr reingehen, dann nochmal RT, also die Waffe zünden, RT und Y gleichzeitig gedrückt halten, um dann sag ich mal, erstens eure Waffe einzuladen, dann macht ihr auch so eine Animation, wo er diesen Schuss dann einlädt, hier sieht man das jetzt wahrscheinlich genau das da. Und dann, danach müsst ihr wieder RT und Y machen, und das könnt ihr egal wo machen. Und dann könnt ihr diesen Superschuss da rausdonnern. Ja, und der ist halt schon super mächtig. Ich habe ja gerade gesagt, ihr könnt den Schuss, ihr müsst ihn natürlich in der roten Fläche nochmal einladen, das ist klar. Da holt ihr euch praktisch die Kraft, diese Wärme oder was auch immer da wieder zurück. Ihr könnt an irgendeinen anderen Ort gehen, dort wieder so ein Mana-Pool, so eine Munition auf den Boden legen, dass eure Schüsse nicht zu schnell leer werden. Auch dieser Spezialschuss verbraucht unfassbar viel Energie. Und wenn ihr natürlich dann in so einem Mana-Pool drin steht, schießt ihr einfach länger diesen Strahl raus. Das ist auf jeden Fall schon mal mega nice. Ja, und dann könnt ihr den einfach rausfetzen und dann halt Damage machen. Das ist der absolute Special von der Waffe, und der ist mega nice zu nutzen, ist mega mächtig, ja, relativ einfach auch zu nutzen, finde ich, im Gegensatz zu manch anderen Waffen, und ja, macht massiven Damage. So kann man natürlich krass farmen, gerade die Anfangsmonster abfarmen, um Kemono-Kugeln zu bekommen und so weiter. Das war mir jetzt einfach ein Video wert, um halt diesen Special der Kanone mal zu zeigen. Im nächsten Part werden wir vielleicht so einen kleinen Guide über die Kanone machen, so. Da könnt ihr über meine Schulter blicken, wir werden die ersten ein, zwei Monster mal machen, und ich werde nochmal ganz genau erklären, wie die Kanone funktioniert, was diese Standardangriffe und was diese Special-Angriffe angeht. Was ich ein bisschen auslasse, ist natürlich, ihr könnt noch mit diesem Gleiter rumfliegen, dort runterschießen, das geht alles noch, oder irgendwelche hier Drachen-Karakuri oder was auch immer nutzen, die, oder Karakuri generell nutzen, Basis-Karakuri nutzen, die auch nochmal super zur Kanone passen, aber das lassen wir mal raus, das ist vielleicht dann doch zu kompliziert. Hier zuerst mal so ein bisschen Steuerung, so ein bisschen Special, das machen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.